Wir sind heute im Kreise der Außenminister zusammen gewesen. Wichtige Fragen haben auf der Tagesordnung gestanden, natürlich vor allem die Ukraine. Wir haben uns mit Außenminister Kuleba getroffen und sind ja auch im NATO-Ukraine-Rat zusammen. Vielen Dank auch an die USA für die nachhaltige Unterstützung der Ukraine. Und wir werden darüber sprechen, wie wir unsere Unterstützung des Landes weiter vorantreiben können. Wir haben auch mit unseren Partnern in Asien und im Pazifik uns getroffen. Die Sicherheit ist global zu sehen, nicht nur regional. In einer Welt, in der Russland und China immer enger beieinander stehen, müssen wir als NATO-Verbündete auch zusammenstehen. Gemeinsam mit unseren Partnern in Asien, im Pazifik, Neuseeland, Australien, Südkorea und Japan. Wir sprechen auch darüber, wie wir dafür sorgen können, dass die Verbündeten genug in die Verteidigung investieren. Wir bereiten auch den Gipfel in Vilnius in Litauen vor, wo die Verbündeten ihre ehrgeizige Zusage von 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung unterstreichen sollen. Nicht als Obergrenze, sondern als Untergrenze, als Minimum. Das sollen wir alle erreichen. Und dann zum Schluss vielleicht noch kurz einmal einige Dankesworte an Sie, Tony, für Ihre Führungsrolle im Bündnis, im transatlantischen Bereich, für alles, was die USA hier bisher getan haben und auch jeden Tag weiter tun, damit wir alle in Sicherheit leben können in der NATO und als transatlantisches Bündnis. Ja, danke Jens für diese Worte. Ich möchte sagen, wie schon unterstrichen, wir sind sehr dankbar für Ihre Führungsrolle in diesem entscheidenden Augenblick für das Bündnis, für die transatlantische Gemeinschaft und für die Völkergemeinschaft weltweit. Wir treten ein für die Grundsätze der UNO-Charta und für Frieden, Stabilität und Sicherheit. Das ist nun wirklich ein historischer Tag. Der Generalsekretär hat darauf hingewiesen, wir werden jetzt Finnland im Bündnis willkommen heißen, mit einem eigenen Sitz am Tisch des Hauses in der NATO. Und das ist möglicherweise auch das, wofür wir Herrn Putin dankbar sein sollten. Er hat das überstürzt als Entwicklung, etwas, was er verhindern wollte. Mit der russischen Aggression ist es dazu gekommen, dass Finnland beigetreten ist. Viele Staaten sind überzeugt worden, dass sie jetzt an ihre eigene Verteidigung denken müssen und dass mögliche russische Aggressionen der Zukunft abgeschreckt werden müssen. Wir sind froh, dass Finnland das 31. Mitglied des Bündnisses geworden ist. Ein wichtiger Tag für die Geschichte der NATO. Und der Generalsekretär hat gesagt, wir haben heute noch viel zu tun als Vorbereitung für den Gipfel in Vilnius, wo die Führer unserer Staaten zusammenkommen werden. Auch das wird ein sehr wichtiger Augenblick sein, um zu bekräftigen, politisch und praktisch, dass wir die Ukraine unterstützen, dass wir die Arbeiten fortführen, die wir bei den letzten Gipfeln betrieben haben, um die Verteidigung und die transatlantischen Dimensionen des Bündnisses hochzuhalten. Und wir bauen neue Partnerschaften auf zwischen der NATO und Ländern in anderen Teilen der Welt, gerade auch im asiatisch-pazifischen Raum, aus den genannten Gründen. Wir sehen uns globalen Aufgaben gegenüber. Und in den letzten Jahren haben wir auch erkennen müssen, dass mehr Konvergenz nötig ist, mehr als ich sie in den letzten 30 Jahren erleben konnte, zwischen den USA, Europa, den USA und den asiatischen Partnern und zwischen uns allen in der Frage, wie wir den Aufgaben unserer Zeit wirklich effektiv gewachsen sein können. Also ein wichtiger Augenblick und ich freue mich immer, hier bei der NATO sein zu dürfen. Danke. Jetzt haben wir am Ende ein bisschen länger auf die Pressekonferenz bzw. auf diese Statements gewartet, als sie tatsächlich gedauert haben. Wir wollen das einordnen, was wir gerade gehört haben. Ich hier im Studio, Thomas Wiegold, uns immer noch zugeschaltet, Experte für Sicherheit und Verteidigung. Herr Wiegold, wir haben die beiden Herren gerade gehört, Jens Stoltenberg und Antony Blinken. Jens Stoltenberg, der beispielsweise noch mal gesagt hat, dass es heute auch schon ein Treffen gegeben hat mit Dmytro Kuleba, dem Außenminister der Ukraine. Wir haben eben gesprochen über den Beitritt Finnlands zur NATO. Wie ist denn die Gemengelage, was die Ukraine angeht? Ja, die Ukraine ist natürlich ein ganz anderer Fall aus verschiedenen Gründen. An allererster Stelle, weil die Ukraine in einem aktiven Krieg ist und die NATO wird sich nicht ein Mitglied ins Haus holen,
dass ein Krieg laufen hat. Also das ist deshalb schon absolut nicht vergleichbar. Die Ukraine hat eine prinzipielle Zusage der NATO-Mitgliedschaft, aber da ist einfach die Bedingung zum einen, dieser Konflikt muss in irgendeiner Form beigelegt sein. Und zum anderen, das dürfen wir auch nicht vergessen, was jetzt mit Finnland passiert ist, das war eine absolute Ausnahme. Die vorangegangenen Mitgliedstaaten, die später dazu kamen, insbesondere die osteuropäischen Staaten, die sind ein langes Aufnahmeprogramm durchlaufen, einen sogenannten Membership Action Plan. Da ging es darum, ihre Streitkräfte auf NATO-Standard zu bringen, da, wie Militärs das sagen, Interoperabilität herzustellen, Dinge anzugleichen, Kommunikation, Führung, auch teilweise Waffensysteme. Das alles war bei Finnland nicht erforderlich. Und das hat natürlich ebenso wie die politische Situation zu diesem Beitritt im Rekordtempo beigetragen. Bei der Ukraine ist es natürlich die politische Lage, die politische Situation. Aber die Ukraine ist ja auch im Prozess der Angleichung, was ihre Waffensysteme angeht, an die NATO. Der überwiegende Teil ist altes Gerät aus sowjetischen Beständen, teilweise auch in der Ukraine produziert, die ja Teil der Sowjetunion war. Also das sind ganz andere Voraussetzungen, das ist nicht vergleichbar. Und ich glaube kaum, dass wir so ein Rekordtempo für einen Beitritt auch bei der Ukraine sehen werden. Was ich aber ganz spannend finde in diesem Zusammenhang, Herr Wiegold, ist, dass es ja offenbar trotzdem in der NATO, in den Reihen der NATO, gerade osteuropäische Staaten, auch Länder und Mitglieder gibt, die sagen, wir würden die Ukraine auch jetzt aufnehmen, jetzt in diesen Kriegszeiten. Also so mit ganz klar einer Stimme spricht das Bündnis da nicht, oder? Nein, das tut es nicht. Und in der Tat, die Osteuropäer haben in Teilen einfach eine ganz andere Einschätzung der Lage, der Situation, haben auch die Erinnerung, warum sie selber in die NATO wollten. Es sind ja dann etliche Länder oder viele Länder, die Teil des Warschauer Vertrags waren, also dem sowjetisch geführten Gegenstück zur NATO. Und die waren sehr erpicht darauf, sehr schnell in die NATO zu kommen. Aus Slowenien sagte mir mal jemand, wir wollen in die EU und in die NATO, aber lieber erstmal die NATO. EU geht dann auch, aber später. Also da ist schon dieses Bedürfnis nach kollektiver Sicherheit sehr stark ausgeprägt. Aber Sie haben es gesagt, die NATO spricht da nicht oder hat nicht einhellige Ansichten. Und in der NATO gilt halt das Einstimmigkeitsprinzip. Es müssen alle 30 und ab heute Nachmittag alle 31 Staaten zustimmen. Einstimmigkeit herrschte bei den 30, was Finnland angeht. Finnland wird Mitglied. Historisch hat Antony Blinken das gerade noch mal genannt. Und er hat sich auch den Seitenhieb Richtung Wladimir Putin da nicht verkneifen können. Also, dass er quasi der Wegbereiter war. Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen? Ja, das kann man durchaus teilen, denn Finnland hat sich ja so lange, auch in Zeiten des Kalten Krieges, das dürfen wir nicht vergessen, immer wieder auf seine Eigenständigkeit berufen, wollte nie in die NATO. Und das waren ja Jahrzehnte, in denen es eine Blockkonfrontation gab, in dem sich NATO und Warschauer Vertragsstaaten gegenüberstanden. Und auch in der Situation hat Finnland immer gesagt, nein, wir bleiben so, wie wir sind. Und jetzt, nach diesem russischen Angriffskrieg, gab es einen recht schnellen Sinneswandel. Das ist durchaus historisch. Jetzt hat sich Antony Blinken die Chance auch nicht nehmen lassen und den Moment genutzt, sage ich einfach mal, um nochmal darauf hinzuweisen, dass es aktuell mit Sicherheit eine gute Idee sei, Verteidigungsausgaben in verschiedenen Staaten hochzuschrauben. Die USA, die in diesem Bündnis ja vorangehen, schon seit Jahren deutlich mehr auch in Verteidigung investieren als andere NATO-Mitgliedstaaten. Das 2%-Ziel, das von vielen nicht unbedingt eingehalten wird. Wäre das jetzt so ein Punkt nochmal, um da aufs Gaspedal zu drücken und die anderen Mitgliedsländer an die Kandare zu nehmen und zu sagen, kommt mal ja aus dem Puschen? Ja, das ist teilweise Sinn dieses Treffens in Brüssel heute. Die werden ja den NATO-Gipfel in Vilnius im Sommer vorbereiten. Und bei diesem Gipfel soll es eine neue Festlegung
auf diese Verteidigungsausgaben geben. Also das bisherige Ziel von 2%, was immer wieder als NATO-Quote bezeichnet wird, das wurde auf dem Gipfel in Wales 2014 festgelegt, aber so als Zielvorstellung. Jetzt ist die Frage, wie wird das angepasst und auf dem nächsten Gipfel in Litauen neu formuliert? Die Rede ist da von 3% und der Streit geht darum, sollen jetzt 3% als Ziel, sollen die 2% als Untergrenze definiert werden? Da sind sich durchaus die Mitgliedstaaten noch nicht einig. Deutschland liegt ja weiterhin trotz Zeitenwende unter den 2%, so etwa bei 1,5%. Das heißt, der Streit um die Festlegung der künftigen Ausgaben oder der Zielmarken, der wird heute in Brüssel weitergeführt, aber da laufen eben die Verhandlungen für die nächste Gipfelerklärung jetzt an. Finnland wird heute NATO-Mitglied. Einschätzungen, Einordnungen waren das von Thomas Wiegold. Vielen Dank für den Moment. Gerne. Und über diesen Beitritt Finnlands zum Verteidigungsbündnis zur NATO hat heute Morgen im Phoenix-Tagesgespräch auch mein Kollege Stefan Kulle gesprochen mit Jürgen Hart von der CDU. Das Tagesgespräch bei Phoenix mit Jürgen Hart, dem außenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Grüße herzlich in Berlin.